Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir haben in der letzten Aufnahmesession Krummsporn leergeräumt. Da wohnt jetzt keiner mehr. Und wollen jetzt dann, bevor wir wieder nach Todeslicht segeln, ganz weit um Stauholz herum. Gucken, ob wir nicht etwas mit dem Altar hier noch anfangen können. Dazu gehen wir erstmal zuerst wieder in die Vampirkrypta, um Xoti aufzuleveln. Dann gucken wir mal, ob sie was mit dem Wald anfangen kann. Und natürlich mit dem Altar auf Krummsporn. Deswegen kriegt sie jetzt jede Menge Religion von uns. Oh, achso, wir müssen hier oben noch was geben. Räucherchemie. 2 Punkte. Ah, maximale Anzahl Ermächtigung, Krone der Gläubigen. Begrenzt verbündet mit dem Ruhm des Gottes der Priester, wodurch alle verbündet im Wirkungsbereich. Aufschlussreich, standhaft und klug kriegen. Entzündet einen mächtigen Eifer in allen Verbündeten, der sich in einer Aura widerspiegelt, die alle Feinde in der Nähe elektrisiert. Ah, das klingt nicht schlecht. Durch seine Willenskraft kann der Priester jeden Geist und jede Gefäßkultur unter seiner eigenen Stufe zerstören. Und gleicher oder höherer Stufe erleiden Schaden. Ist auch nicht schlecht. Hand von Wohl und Weh. Ich habe Wehtun vorgelesen. Der Priester beschwört einen Lichtstrahl, der Verbündete heilt und Gegner verbrennt. Ich nehme mal die Elektrisierungsaura. Klingt nicht schlecht. Streitaxt von mir aus. Noch mehr Religion, noch mehr Alchemie. Jetzt von mir aus den Heilstrahl, oder was ist das nochmal? Reinigende Flamme. Brandschaden über 5 Sekunden und springt auf Ziele über. Nicht schlecht. So. Yeah. Und ich sollte bei Xoti irgendwann mal anfangen, Zauber zu, die Kampfzauber auch ordentlich zu benutzen. Das ist eh noch so eine Sache. Wir haben noch so einen Glopsch zu erledigen und den Gammeldrachen im Bestie des Winters DLC, um da überhaupt mal weiterzukommen. So, mal sehen, ob Xoti uns mit dem Altar helfen kann. Den Altar untersuchen. Bereich untersuchen. Hilft alles nix. Stimmt, da war ja auch eine Notiz, gell? Brief mit Wein und Blutflecken. Das ist Eldis wahrscheinlich, oder? Ja, und das ist auch Eldis. PS, das ist keine Falle, ja. Pläne der Schatzkammer. Kanonierhandbuch. Konstrukt Befehlsschriftrolle, nö, alles nicht. Ich würde das eigentlich gerne nach Gegenstandstyp sortieren können, aber nö. Pokokuhara Expeditionstagebuch, Angfors, Akimirs Notiz, Aufzeichnung der Hasongo-Werkstatt, blutige Notiz. Ne. Brief von Aufra, Brief von Letern,
Darakus Antwort durch nächste Notiz. Noch immer kein Zeichen von Benwef. Ja, durch nächstes Tagebuch. Das war's, glaube ich. Ja, Akimir. Vielleicht kann uns Akimir mit dem Ding helfen. Gucken wir mal. Vielleicht hat das auch was mit der Akimir-Quest zu tun. Gut, das heißt, einsteigen. Als nächstes legen wir dort an. Wir haben immer noch verletzte Mannschaftsmitglieder, was nicht so toll ist. Aber ja, spätestens wenn wir dann in Nekataka wieder anlegen. Sollte das Problem wenigstens gelöst sein. So, Bleakrock-Schrein. Xoti, lass mal Wunder wirken. Xoti, ich bin enttäuscht. Haben wir irgendwas, was Religion erhöht? Gucken wir mal kurz. Nein, nein. Das erhöht Religion. Ups, jetzt habe ich das weggelegt. Was habe ich weggelegt? Gewährt unentschlossen. Ich glaube, das erste habe ich weggelegt gehabt. Ja, Erinnerung des Märtyrers. Ich könnte Xotis Sichel mal upgraden. Reiner Schaden pro Sekunde für 8 Sekunden bei erzielten Treffer gegen Ziele mit 25% Gesundheit oder weniger. Dringende Ernte. Mehr Angriffsgeschwindigkeit, wenn man in der Nähe eines toten Feindes liegt. Da würde ich eher das bevorzugen. Und ja, machen wir sie mal außergewöhnlich. Packen das Ding weg. Ich habe immer noch keinen besseren Helm für sie. Ich habe allgemein nicht sehr viele gute Helme. So, jetzt aber sollte Xoti genug Religion haben. Genau. Zwei steinerne Aale winden sich an der Skulptur nach oben. Das Maul des Aals hängt am Schwanz des anderen, wodurch ein ununterbrochener Ring erzeugt wird. Sie stellt Rikio, das die huanische Interpretation von Beraf. Eine Inschrift prangert am Fundament des Schreins. Einige fliehen, andere kämpfen. Rikuhu zerrt alle auf. Wir haben also so viel Religion gebraucht, um zu erkennen, dass das ein Berat-Schrein ist. Am Schrein ausruhen. Du kriegst vor dem Schrein und bietest dem kalten Stein dein Gebet dar. Du hältst keine Antwort, aber du fühlst dich ruhiger, als du wieder aufstehst und dich dran machst, ein Lager aufzuschlagen. Die Stunden vergehen ohne weitere Komplikationen. Du wachst auf und setzt deine Reise fort. So, das sollte alle Verwundungen geheilt haben und uns irgendein Boni gegeben haben. Ja, Rikurs Segnung plus 2 Entschlossenheit. So, jetzt kann Xoti jedoch ihre normale Halskette wieder anziehen.
Intellekt, Wahrnehmung. Maya fehlt eh noch ein Ring. Und ich weiß nicht, warum sie immer noch eine außergewöhnliche statt einer hervorragenden Ackebuse mit sich rumschleppt. Ich finde das lustig, wie sich Palegina da an der Seite stützt, obwohl sie da gar keine Waffe mehr hat. Oder gar keine hat. Gut. Das heißt, zurück aufs Schiff. Ja, unser Geld sieht nicht mehr ganz so besonders toll aus, aber das wird sich ja ändern, wenn wir wieder in Nekataka sind und dort Zeug verkaufen. Also das haben wir wenigstens schon mal erledigt. Jetzt legen wir bei Todeslicht an. Und ja, ich würde sagen, wir gucken, dass wir so viele Nebenquests wie möglich machen. Wow, Sturm. Ja, da ist die Düsterwasserlagune, die ein bisschen crazy ist. Ich glaube, wenn wir da viel mit Feuer rumwedeln würden, da hätten wir bessere Chancen, wahrscheinlich den Blob zu besiegen. Können wir ja auf dem Hochweg mal ausprobieren. Wir haben ja Palegina und Xoti und alle auf, die Feuer haben. Der dann vielleicht noch, der das Teil tankt. Ich muss ja auch wirklich sagen, Kleriker sind in dem Teil nicht mehr ganz so nützlich, also Priester. Ahoi, Captain. Ja, bring uns zur Aedis. Right this way. Ja, und lustigerweise ist das ein Ladebildschirm, auch wenn es nicht danach aussieht, aber da unten ist das Ladesymbol. Genau. I don't actually drink out of the skulls. I just turned them into cups for decoration. Das habe ich gar nicht wissen wollen. Also sie sagt, ich trinke nicht wirklich aus diesen Schälen. Ich habe sie nur zu Dekorationszwecken in Becher verwandelt. What can I do, you lovesome? Was kann ich denn für dich tun, Schätzchen? Das Geschäft mit Krummsporn ist perfekt. And well done too. Most of the prisoners have pledged to cruise in my fleet. Ah, ja, gut gemacht hast du es auch noch. Die meisten Gefangenen haben sich für Mannschaften in meiner Flotte verpflichtet. Du hast etwas Großartiges getan, Captain. Das werde ich dir nicht so schnell vergessen. Sie reibt mit dem Daumen über das Sulnett an ihrem Hals. Ihre Augen, die unterschiedlicher Farbe sind, betrachten dich dabei von Kopf bis Fuß. Ihre Lippen verziehen sich zu einem verschlagenen Lächeln. Du bist wirklich gut fürs Geschäft. Hoffen wir also, dass unsere Wege sich eines Tages wieder einmal kreuzen. Gegenstand, Kapuze der Schwarzklinge. Wahrnehmung, kritische Treffer in Treffer umge... 5% Treffer in kritische Treffer mit Fernkampfwaffen. Aktionsgeschwindigkeit mit Dolchen. Säbeln und Stiletten. Until then,
You can trust that I'll be in touch when I need you. Eins, vielleicht kannst du dir sicher sein, dass ich mich melde, wenn ich dich brauche. Sie tippt sich pflichtgemäß an den Hut und trinkt dann einen Becher Götterkiller rum leer, der hinter ihr auf dem Tisch stand. Ja, Forante. Gut. Das heißt, wir haben prinzipiell erledigt. Da haben wir nur noch das Kopfgeld. Gleichgesinnte. Ja, ich konnte mit all das leider nichts ausmachen. Und das hier ist auch noch nicht irgendwie fertig. Krummsporn leer räumen. Ja. Bekanas Nahheit. Das sind Quests. Ah, Familienstolz. Vielleicht sollte ich das endlich mal hinter mich bringen, wenn ich in Nekataka bringe. Maya muss zur Messing-Zitadelle. Maya habe ich ja eh noch in meinem Team. Kann sie überhaupt Kapuzen tragen? Weil ihr Slot ist gesperrt. Ihrer nicht. Gut.